Klasse, dass Sie wieder am Start sind. Sie fragen sich höchstwahrscheinlich, na, wo steckt da wieder der Kommunikationsoptimierer? Ich sag's Ihnen. Ich bin heute in München, im sonnigen München. Sie sehen es, die Sonne scheint, dem Anlass gebührend. Ich bin nämlich heute bei IBM, wow, im Watson Center. Und ich möchte mich heute mal für Sie, denn Sie wissen ja, ich habe Sie gedanklich immer dabei aus dem Maschinenbau, egal ob Sie aus der Geschäftsführung sind, aus der Vertriebsleitung, aus dem Service, völlig egal. Mich interessiert heute eine ganz wichtige Fragestellung, nämlich, was bietet IBM im Wege von IoT und im Wege auch von Watson an Mehrwerten für uns im Maschinenbau? Wie können wir damit im wahrsten Sinne des Wortes unsere Kunden beglücken? Was haben unsere Kunden davon und deren Kunden? Und dann interessiert mich natürlich als Kommunikationsoptimierer.de die ganze Thematik Herausforderung des Vertriebs. Denn dass wir neue Tools dafür brauchen, ist klar. Das wird nicht ernsthaft in Frage gestellt, sondern im Gegenteil, Insider wissen längst, es gibt viel zu lernen, die Vertriebstruppen müssen neu organisiert werden, etc. pp., neues Rollenverständnis und so weiter und so weiter. So, und dafür ist natürlich es extrem wichtig, nicht nur als Berater, Trainer, Coach auch zu wissen, worüber man redet, sondern dass man denen mal auf die Finger schaut, die jeden Tag damit arbeiten. Und das werde ich heute tun. Ich bin sehr gespannt, was ich heute zu dem Thema kognitive Lernsysteme, IoT etc. pp. Alles erfahren darf. Und ich werde immer mal wieder ein paar Filmschnipsel einblenden. Ich bin gespannt, was ich bis heute Abend, wie ich meinen Wissensschatz sozusagen für Sie erweitern konnte. Also, bis dann, kontakten Sie mich auf den sozialen Medien. Ich freue mich sehr auf Sie. Bis dann. Tschüss.